Ein schnurriges Willkommen bei Panti spielt, dem Advents-Special zum vierten Advent. Wir haben in den ersten drei Adventssonntagen Winter Games gespielt. Wenn ihr euch erinnert, Santa Claus hat gewonnen, passend zu Weihnachten. Ich habe jetzt ein anderes Spiel mitgebracht. Auch eins, was ich früher oft gespielt habe. Das hat zwar jetzt nichts mit Weihnachten oder Winter zu tun, ist aber dafür von einer Firma, die ihr wahrscheinlich kennt, von modernen Spielen. Ich muss eben mal schnell wieder den Fokus in den Emulator setzen, dass ich auch in den Emulator tippen kann. Und dann laden wir mal von der Diskette das erste gespeicherte Programm. Das dauerte relativ lang. Das muss ein großes Programm sein. Trotz Geschwindigkeitsboost, den der Emulator dem gibt, so lange auf dem Disk lädt. Und wir sehen kein Titelscreen, sondern wir werden direkt ins Spiel geschmissen. Und anhand von diesem Screen kann man jetzt nicht wirklich erraten, was es ist. Wir werden erstmal gefragt nach einem Schwierigkeitsgrad. Wir sehen links irgendwie Schrott, Hardware und 5 und 10. Amerikaner oder Leute, die in Amerika gewohnt haben, können sich vielleicht vorstellen, was 5 und 10 sein soll. Rechts sehen wir ein komisches Symbol in einem gelben Hintergrund, einen Apfel, ein Haus, auf dessen Dach Toys steht und einmal RR. Letzteres steht in Amerika für Railroad und ersteres soll ein Flugzeug darstellen. Und um nun zurück zu dem grünen Haus auf der linken Seite zu kommen, müsste Five and Dime heißen. Ich glaube, ein Dime ist ein 10-Cent-Stück. Das sind also drei Läden. Und rechts, nun gut, das sieht auch aus wie irgendwelche Läden. Ein Läden für Flugzeugmodelle, für Obst, Spielzeuge und Spielzeugeisenbahnen, aber tatsächlich sind das keine Läden. Wir starten mal, und zwar im Intermediate-Schwierigkeitsgrad. So einfach wollen wir es uns nicht machen. Nanu, was ist das? Wer ist denn das in der Mitte? Das ist doch. Ja, das ist Donald Duck. Das Spiel, was wir spielen, heißt Donald Ducks Playground und ist tatsächlich ein Spiel für die ganz Kleinen. In diesem Spiel geht es darum, dass Donald Duck, der hier mit seinem Schweif wedelt, während er läuft, und beim über die Eisenbahnschiene gehen oder huschen eher gesagt, und dann schön nach links und rechts schaut. Er hat einen Spielplatz für Tick, Trick und Track, in dem jetzt natürlich noch nichts ist, den er mit Dingen bestücken möchte. Diese Dinge, diese Spielzeuge, wenn wir nach links und rechts gucken wieder, natürlich links und rechts aus seiner Sicht, von daher, die kann ich hier in den Läden kaufen. Und zwar kann ich hier bei Goofy in dem Schrottladen einen alten Autoreifen kaufen, macht eine gute Schaukel für 50 Cent. Ich kann, na komm nach rechts, ich muss etwas gedrückt halten, dass das geht, ein Schiffsrad für 30 Cent kaufen, ein Netz für 1 Dollar und 1 und eine Rutsche für 50 Cent und eine alte Kiste für 1 Dollar und 1. So, dann gehen wir zurück, gucken, was die anderen Läden haben. Der Hardware Store, das ist quasi sowas wie ein Baumarkt bei uns. Der hat eine Rutsche für 11 Cent. Der hat diese Barren, an denen diese Dinger, diese Leiter, die oben hängt, an der man sich entlanghangeln kann. Monkey Bars im Englischen. Die Affenstangen. Der hat eine Stange, die so runterhängt, an der man irgendwie sich hochziehen kann. Eine Leiter. Der man hat ja eben gesehen, dass das verschiedene Ebenen haben, die ja wirklich nach oben und unten gingen. Eine Schaukel. Und was haben wir in dem Five and Dime? Bei Mini haben wir ein Trampolin, eine Rutsche, noch eine andere Form von Rutsche und Ringe. Oh, und natürlich das Spielzeugpferd. So, aber wir haben gar kein Geld. Das müssen wir uns auf der anderen Straßenseite verdienen, indem wir hier arbeiten gehen.
Und das wollen wir nun mal tun. Fangen wir mal hier bei dem Flugzeug an. Machen wir 4 Minuten. Und da landet ein Flugzeug. Und vor uns fahren nun Koffer durch mit einem Zielflughafen angegeben. Das ist tatsächlich ein Three-Letter-Code von existierenden amerikanischen Flughäfen. Ich weiß von manchen, das hier ist Phoenix zum Beispiel. Von manchen weiß ich tatsächlich, was es ist. Das war jetzt Glück, dass wir immer ein Phoenix-Paket kriegen. Oh, hier haben wir das Paket. Jetzt wisst ihr, wie eure Koffer in das Flugzeug kommen. Da steht ein Donald Duck, nimmt sie von einem Fließband und schmeißt sie in ein Auto. Deswegen solltet ihr immer eure Koffer vorsichtig packen. Oder so, dass nichts kaputt gehen kann. Mist, das Phoenix habe ich nicht mehr gekriegt. Und mit jedem Koffer, den wir eingeladen haben, kriegen wir Geld. Wir haben jetzt schon 54 Cent. Das Ganze läuft, bis die Zeit abgelaufen ist. Dann fliegt das Flugzeug los. Auch irgendwie komisch, dass das Flugzeug an alle möglichen Flughäfen fliegt. Aber nun gut. Das war jetzt natürlich super toll. So, ORD müsste Orlando sein, wenn ich mich nicht irre. Ich war schon mal in Orlando, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, ob es ORD war. So, falls ihr wissen wollt, was diese Codes bedeuten, die nennen sich Three-Letter-Codes und die sind tatsächlich so gemacht, dass jeder Code eindeutig einen Flughafen auf der Welt identifiziert. Der von Frankfurt zum Beispiel ist, hier bei mir um die Ecke, ist ganz einfach. Das ist FRA. Düsseldorf hat zum Beispiel DUS. Und so, Atlanta müsste ATL sein, wenn ich mich nicht irre. So kann man dann quasi ganz eindeutig sagen, wo man hin möchte. Und das Schöne ist, ich kann hergehen und kann zum Beispiel auf die Seite von der Lufthansa gehen. Gut, jetzt wahrscheinlich nicht ANL, ist das von Honolulu? Weil die Frage ist ernst gemeint. Ich kann auf die Seite der Lufthansa gehen und kann tatsächlich anstatt den Namen eines Ortes, der den Flughafen hat, eingeben, einfach den Three-Letter-Code von dem Flughafen eingeben. Und das schaffe ich nicht mehr. Zeit abgelaufen, okay. Also ich kann tatsächlich sagen, ich möchte Lufthansa, ich möchte ein Ticket buchen von Fra nach Ort. Und dann dürfte ich ein Ticket von Frankfurt nach Orlando buchen. Wenn man also die Three-Letter-Codes kennt von den Flughäfen, zu denen man fliegen möchte, kann man sich so ganz viel Zeit sparen. So. MSN. Das war früher mal ein Microsoft-Produkt. Ich habe keine Ahnung, was für ein Flughafen das ist. SFO müsste San Francisco sein. Ist aber auch halb geraten, weil ich es nicht weiß. Ja, das schaffe ich alles nicht mehr. So. Und so geht das jetzt hier die ganze Zeit weiter. Bis eben, wie gesagt, die Hauptzeit abgelaufen ist, dann fliegt das Flugzeug eben los. Und scheinbar alle angegebenen Orte ab. Ziemlich simples Spiel, deswegen, wie gesagt, das ist für die ganz Kleinen. Also das war jetzt ein verkehrtes. Das kriegen wir jetzt unter. Und das ist quasi die Strafe, wenn man einen Fehler macht, ist dann dieses Brummen. Und wir müssen warten. Ich habe tatsächlich in dem Moment keine Möglichkeit mehr, Donut zu kontrollieren. Warten, bis das Paket, oder der Koffer, eher gesagt, das sollen ja Koffer sein, bis der Koffer wieder auf dem Fließband einen Platz gefunden hat. So. Das war Glück, dass wir den nicht gekriegt haben. Den hätten wir nämlich nicht reinwerfen können. So. Ah, das war einmal zu viel gedrückt. Ase. Den kriege ich noch rein und jetzt fährt er los. $3,54. Nun ja, wir spielen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad.
Da ist die Ausbeute für die Zeit nicht sehr hoch. Auf der anderen Seite waren jetzt auch die Sachen, die wir hatten, nicht so schrecklich teuer. Da ist meine Arbeitszeit abgelaufen, die Schicht ist zu Ende. Er bringt noch die Koffer, auch wenn keine drin sind, die Koffer zum Flugzeug und dann fliegt der Flieger auch schon los. Und da kriegen wir das Geld. Hier sehen wir die Dollarscheine und die Münzen. Das ist der zweite Aspekt von dem Spiel. Und zwar, dass man ein wenig lernt, mit Geld umzugehen und zu rechnen. Das sehen wir später gleich nochmal richtig. Hier kriegen wir also schön vorgeführt, wie das Geld, das wir haben, sich erhöht, während wir die Scheine und Münzen bekommen. Jetzt gehen wir doch mal einkaufen. Wir wollen schließlich auch was für unser Geld haben. Kommen wir direkt mal in den Five and Dime. Alle gerade da sind und kaufen wir doch mal das Trampolin. So, Push to Pay. Und jetzt müssen wir nämlich die Münzen nach oben ziehen, die dem Preis entsprechen, den wir bezahlen müssen. Und dann nehmen wir einen 25er und dann einer haben die 26. Hier sieht man nochmal das Rechenergebnis und können jetzt auf den T-Button drücken und haben bezahlt und haben das gekauft. Gucken wir mal in den Hardware Store. Kaufen wir mal diese tolle Rutsche für 11 Cent. Da haben wir jetzt natürlich, können wir nicht passend zahlen, also legen wir 25 Cent hin und jetzt müssen wir uns Rückgeld geben und zwar passend auf 25 Cent. Und da zeigt uns das Spiel nicht an, was wir als Rückgeld bekommen, sondern das muss ich selbst hinkriegen. So, hier über der offenen Kasse wird die Maus, die ich mit dem Joystick steuere, langsamer. Ich glaube, das stimmt. 13 Cent zurück, 14 Cent zurück. Ja, das waren 11. Und dann sagt er, wir sind fertig. Und früher habe ich das geliebt, die Münzen hier hin und her fliegen zu sehen. So. Dann holen wir uns eben noch mal eine Leiter, die dürften wir auch hier kriegen. Genau. Dann bezahlen wir einen Dollar und kriegen 50 Cent zurück. Oh, es gibt gar keine 50 Cent Münze, nur dann kriegen wir halt zwei 25er zurück. Okay. Das stimmt übrigens nicht. Es gibt eine 50-Cent-Münze und es gibt einen Laden, die sich da rühmen, dass ihre Preise 50 Cent sind, 50 Cent enden und man dort dann ein 50-Cent-Stück zurückbekommt. Und das habe ich, seit ich das bekommen habe, weil die sind tatsächlich relativ selten, habe ich das als Glücksmünze in meinem Portemonnaie. Und hier sieht man jetzt auch, es ist einer der anderen drei Neffen. Ich kann mir nicht merken, welche Farbe wer ist. An den anderen drei Neffen da, aber das Trampolin ist nicht erreichbar. Also drücken wir F5 und nehmen das Trampolin und bewegen es mal hier in die Mitte. Na komm, runter und nach rechts. Da ist der Cursor wieder, F5 zum Spielen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel, die Rutsche kann ich nicht hoch, aber die Leiter kann ich hoch. Ich kann auf dem Trampolin springen. Und ich kann die Rutsche runter. So. Schön. Dann gucken wir uns nochmal die anderen drei Möglichkeiten an, Geld zu verdienen. Das hier war immer mein Lieblingsspiel. Achso, das war oben und unten. Und zwar muss man einfach nur das Obst fangen. Und in den richtigen Behälter tun. Schafft man das nicht, meckert Donald so lange, bis es unten von dem Fließband weggefuttert wurde. Das heißt, man verliert im Endeffekt einfach Zeit, in der man sonst hätte Gemüse einfangen können. Wobei ich nicht genau weiß, was das alles sein soll. Das war für mich immer eine Zitrone.
Das hier sieht aus wie eine Paprika. Es ist zermatscht dabei wie eine Tomate. Und das da hinten ist wahrscheinlich eine Melone oder Gurke. Das ganz links, die Gurke ganz links ist das Grüne. Bei höherem Schwierigkeitsgrad ändert sich auch quasi die Entfernung, die ich mich bewegen muss, um ein Obst einzufangen. Also nach einem starken Wurf kann dann mal ein ganz schwacher kommen. Und auch die Preise werden komplexer. Das heißt, das Preisrechnen, also im Endeffekt ist das ja der Hauptanteil, ist dieses Lernen mit Geld zu rechnen. Das wird auch komplizierter. Na, ich hab's eben gefangen. Naja, Donald ist halt ein Pechvogel. Und dass sie hier keine Musik haben, das haben sie ausgeglichen damit, dass hier Donald Geräusche pfeift. Ich habe mir das zumindest immer so vorgestellt, dass er die irgendwie pfeift, aber dass es Geräusche macht, je nachdem, wo ich stehe. So, es ist schade, dass man hier kein Titelbild hatte, denn dieses Spiel ist tatsächlich gemacht worden von einer Firma, die auch für recht große Sachen bekannt ist, und zwar Sierra Online. Wenn ich Sierra höre, muss ich vor allem denken an die ganzen Sierra Adventures, also die Larry Leffer-Reihe, die Space Quest und Police Quest Spiele, wobei ich Police Quest nie wirklich gespielt habe, aber Space Quest, King's Quest, diese ganzen Spiele. Das ist für mich, dafür steht für mich Sierra. Nicht richtig abgepasst. So. Fangen wir noch mal ein bisschen Obst und Gemüse. Außer jemand sagt mir, eine Melone und eine Zitrone seien Gemüse. Vielleicht ist das auch eine normale Melone. Warum ist die Wassermelone so langgezogen? Soll das eine Gurke sein? Echt, was das genau ist, kann ich nicht sagen. Das hier sieht mir am ehesten tatsächlich in einer Paprika aus. Wobei ich auch weiß, dass es Tomaten gibt, die so komische Wellen haben. Und wie gesagt, so wie das Obst zermatscht, sieht es eher aus wie eine Tomate. Dann ist unsere Schicht auch bald zu Ende. Eine Minute etwa haben wir noch. So, der Grund, warum ich 4 Minuten spiele, ist, dass einige von diesen Minigames, von diesen Jobs tatsächlich erst interessant werden, wenn man sie länger spielt. Hier in den ersten beiden passiert nichts Besonderes auf längere Zeit. Tatsächlich ist da der Toy Store das Interessanteste, weil da Sachen, ich glaube, alle 2 Minuten passieren. Das sehen wir auch gleich, weil wir gleich den Toy Store auch noch spielen. Kann natürlich sein, dass die Zeit anders ist. Dass es nicht 2 Minuten sind, aber alle so und so viele Minuten. Das sehen wir gleich, wird dann was passieren. Hier ist übrigens keine tolle Animation, dass hier irgendein Wagen wegfährt und die Kisten mitnimmt. Ist auch komisch, ich sortiere das hier in Kisten und dann weiß ich nicht, was passiert. Werden die dann zum Markt gefahren? Ist das hier gleichzeitig der Marktstand und ich räume den Marktstand aus? Wieso ist dann da das Fließband? Also schon komisch irgendwie. Aber gut, ich meine, es ist ein Kinderspiel. Es hat einen einfachen Zweck. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Geld gekostet. Das passiert hier, macht es einfach plupp und ich krieg mein Geld. Bei dem anderen hat man jetzt zumindest noch das Flugzeug wegfliegen sehen. So. Gucken wir mal direkt in den Spielzeugladen. Und hier sieht man schon, wir haben wieder 4 Minuten. Hier ist ein Regal mit Spielzeugen. Das müssen wir einräumen. Dazu müssen wir die Leiter an die richtige Position verschieben. Das war zu weit. Da.
Und dann das Einräumen. Und es war tatsächlich 1 Minute 30 oder so, wo das Besondere passiert. Nämlich kommt hier regelmäßig ein Zug vorbei. Und wenn ich dann dieses Regal nicht schließe, das werdet ihr auch gleich sehen, dann fallen mir die Spielzeuge raus. Und wenn ich mich nicht irre, geht dann auch mein schönes Geld flöten. So. Schließlich hat ja jeder Spielzeugladen ein Regal, was man zumachen kann, um die Spielzeuge zu schützen, wenn der Zug vorbeifährt. Das gibt mich dann hier regelrecht ein Erdbeben, wenn der Zug vorbeikommt. So, das schaffe ich auf jeden Fall noch. In den Zug. Komm, 1, 1, 1 schaffe ich noch. Ja, das ist auch einfach. So. Jetzt hört man aber schon den Zug anfahren. Das dauert auch eine Weile, bis das zugeht. Also machen wir zu. Und keine Sekunde zu spät. Und jetzt können wir weiterarbeiten. Ja, das ist das Toy Store Spiel. Man muss einfach die Spielzeuge ins Regal einräumen. Ich glaube, das hier zeigt den Kindern am ehesten, was Arbeit ist. Regale einräumen, nicht sonderlich interessant. Vielleicht mal von einem Manager angemeckert werden, das könnte der Zug sein. Nee, tatsächlich muss ich gestehen, ich habe einen tollen Job. Also, ich stelle das jetzt so dar, aber ich bediene einfach nur Klischees. Ich bin echt super zufrieden mit der Firma. Ich bin echt super froh. Und ich bin ja eine Dienstleistungsfirma. Das heißt, wir machen Projekte mit anderen Kunden, also mit anderen Firmen, die wir als Kunden haben. Da kommt eben das noch. Ich will das noch. Ah, das wird knapp. Das wird so knapp wieder. Runter mit dir und mach das Ding zu. Ja, und wir haben in jedem Projekt einfach immer wieder ein anderes Thema, was anderes, was wir machen. Wir nennen das dann eine andere Domäne. Wie gesagt, ich darf nicht wirklich viel erzählen über die Projekte. Aber das ist echt interessant, weil man halt auch immer was Neues kennenlernt über das, was die Kundenfirmen so machen. Manche von den Kundenfirmen kommen zu uns und sagen, hey, wir haben keine Ahnung von Softwareentwicklung und wir brauchen das und das und das, könnt ihr uns das machen? Andere bringen sogar ein Team von ihren Leuten mit, teilweise sogar noch mit weiteren externen Firmen. Das ist dann auch ganz spannend, weil man ja noch mit anderen Firmen zusammenarbeiten muss. Also ja, es ist irgendwie immer was anderes und immer irgendwie spannend. Ist auch sehr stressig, muss ich sagen. Aber es ist trotzdem immer wieder interessant. Schaffe ich die noch? Ich traue mich nicht. So ein Spaß geht hier halt auch. Ich hätte euch jetzt auch einfach mal zeigen können, was passiert, wenn ich das nicht mache. Da habe ich eh leider eben erst dran gedacht. Das ist der Grund, warum er draußen bei den Schienen immer nach links und rechts guckt, bevor er über die Schiene geht, weil hier immer mal wieder der Zug kommt. Interessant ist, was macht er, wenn Kunden kommen? Geht er dann her und geht wieder hin und nimmt eins raus? Also ich meine, das spielt man hier nicht. Man räumt das Regal hier aber nur ein. Und zwar quasi endlos. So, und jetzt habe ich noch 3 Sekunden. Das schaffe ich eh keinen Toy mehr. Super, $2 haben wir verdient. Und dann schauen wir uns nochmal das letzte Spiel an. Die Railroad. Hier müssen wir die Weichen stellen. Da fährt der Zug ab.
Und zwar müssen wir nach Dax Landing. Dazu machen wir das. Ja, er fährt jetzt tatsächlich viel schneller. Ich will hier einmal im Kreis und dann an der 6 abbiegen, um nach Duckburg zu kommen, wo wir die Sachen hinliefern müssen. Also der Schwierigkeitsgrad hier erhöht sich dadurch, dass der Zug schneller fährt. Warum ich das weiß, das habe ich tatsächlich vor einer Weile wieder gespielt gehabt. 2 brauchen wir, die 1 brauchen wir und die 3 brauchen wir auch. Und hat das auf Easy gespielt und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt mal Intermediate, damit ihr sehen könnt, okay, da muss ich auf eine 2 rumdrehen, sehen könnt, wie das Spiel ist und damit ich auch mal eine neuere Herausforderung habe. Easy ist tatsächlich sehr einfach, die Preise sind alle unter einem Dollar. Das teuerste kostet irgendwie 20 Cent oder so. Dafür verdient man auch weniger, aber dennoch ist das jetzt nicht wirklich herausfordernd. So, wir biegen oben gerade ab. Ich hätte auch die 3 drehen können, tatsächlich, da hätte ich abgekürzt. 3 runterdrehen können. Ach, das passiert hier von alleine. Sehr schön. Da müssen wir nur warten. Und hier wieder. Das ist tatsächlich, das war jetzt Glück. Und das hier ist auch der Hamcrack, der im vorhergehenden Spiel die Spielzeuge aus dem Regal gepfeffert hätte. Die 3 muss gerade sein, die 4 und die 5 müssen einmal fast alle Hebel drehen. Duck Corners, da kommen wir von alleine hin. Und die 6 kürzt tatsächlich nicht ab. Wenn ihr denkt, das wäre eine Abkürzung, guckt euch mal den Euklidschen Weg an. Da solltet ihr einen mathematischen Beweis finden, dass der Weg der gleiche ist. Ob ich jetzt erst nach rechts, dann nach oben oder erst nach oben und dann nach rechts gehe. So. Hier habe ich jetzt tatsächlich auch viel Zeit, weil der Zug muss einmal im Kreis fahren. Wie gesagt, die 6 kürzt mich nicht ab. Die würde mich abkürzen, wenn ich von Duckburg aus direkt nach Norden weiter könnte. Sehr schön, Duck Corners, da kommen wir jetzt eh vorbei. Das Spiel ist jetzt nicht allzu anspruchsvoll. Wie gesagt, es ist für sehr junge Spieler gedacht. Das merkt man ja auch daran, dass hier das Geldrechnen gelehrt wird. Da gibt es komplexere Spiele, die ähnliche Themen haben, die dann auch noch für ältere Spieler interessant sind. Irgendwie macht mir das Spiel so besonders einfach gerade. Und jetzt ist es auch gleich zu Ende. Das sollte noch, ja, den gibt er noch ab. Und dann ist die Zeit abgelaufen und wir kriegen ganze 3 Dollar für unsere Mühen. Das heißt, wir beenden das Spiel mehr oder minder mit 9,59 Dollar. Und ich gehe jetzt nochmal her tatsächlich.
und zeige euch zum Abschluss nochmal, wie die Spielzeuge hier rausfallen. Dafür spielen wir eine 2-Minuten-Schicht und vergessen einfach mal das Regal zuzumachen. Räumen hier weiter schön Spielzeuge ein. Den blauen Teddy zum Beispiel nach oben. Ihr seht auch schon, was wo ist, ist tatsächlich und welche Spielzeuge kommen, ist tatsächlich hier zufällig. Auf dem leichten Schwierigkeitsgrad sind noch weniger verschiedene Spielzeuge da. Das heißt, auf dem schweren wird wahrscheinlich überall was stehen. Oder fast überall was stehen. So. Den Zug hier hoch. Und das weiße Auto auf das weiße Auto. Das sind auch Spiele, die kann man recht einfach verstehen lernen, ohne eine Anleitung zu haben. So, das war zu weit. So, ich mache jetzt wie gesagt mit Absicht das Ding nicht zu. Wir haben also 50 Cent verdient und gucken mal. Ich glaube, dass auch mein Geld kaputt geht davon, dass mir die Toys runterfallen. Ja. Das ganze hart verdiente Geld ist wieder weg. Jedem Spielzeug, was runtergefallen ist, haben wir 10 Cent verloren. So sieht das dann also aus, wenn wir es nicht schaffen, das Ding rechtzeitig zuzumachen. So. Und wir können natürlich auch die Spielzeuge selbst runterschmeißen. Das ist eigentlich ein. Ne, das gibt tatsächlich kein Minus. Jetzt war ich natürlich echt blöd. Man sollte vorher die Leiter bewegen, bevor man das Spielzeug da reintun kann. Ja, ich bin tatsächlich moderne und damit schnell reagierende Spiele gewohnt. Hier ist es echt so, dass die Steuerung ein kleines bisschen träge ist. 20 Cent habe ich verdient. Ganze 20 Cent, obwohl uns alles runtergefallen ist. Ja, und das ist Donald Duck's Playground. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Advent. Und wir sehen uns wieder. Maus funktioniert. Wir sehen uns wieder an Weihnachten. Ich musste tatsächlich eben gerade nachgucken, ob das die dritte oder vierte Folge ist. Wir sehen uns an Weihnachten wieder, genau sein an Heiligabend. Und da zeige ich euch noch ein kleines Spiel. Und dann, ja, hoffe ich, dass ihr eine schöne Bescherung haben werdet. Aber jetzt haben wir ja noch eine Woche. Nein. Stimmt nicht. Keine ganze Woche bis Weihnachten. Sonst gäbe es ja noch einen Advent. Ich habe eben irgendwie gedacht, wir haben noch einen Advent. Das passiert, wenn man alles im Voraus aufnimmt. Gut, Konfusion beiseite. Einen schönen vierten Advent wünsche ich euch. Wir sehen uns an Heiligabend wieder. Und bis dann. Ciao, miau.